Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Booktuber-Geheimtipps-Video von mir. Ja, es ist mittlerweile schon das dritte Video und ich freue mich immer wieder, dass ich euch ein paar vielleicht unbekanntere, ja leider unbekanntere Booktuber vorstellen kann, die ich gerne schaue, da wo ich mich immer freue, dass ich ein Video in der Abo-Box habe. Und auch heute sind wieder 5 tolle Mädels dabei. Und ich denke, wir starten einfach mal so direkt ein bisschen und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Entdecken neuer Booktuber. Beginnen möchte ich mit der lieben Sandra, die ja bereits zum zweiten Mal in unsere Community gekommen ist, denn sie hatte vor 2-3 Jahren schon mal einen Booktube-Kanal, hat dann aus Zeitgründen damit aufgehört, und ich glaube, dann wurde sie wieder ein bisschen motivierter, seit sie jetzt ihre Ausbildung als Buchhändlerin macht. Und wir beide kennen uns schon seit ihrer ersten Zeit und haben auch privat regen Kontakt, und ich habe mich so gefreut, als sie mir erzählt hat, dass sie wieder unter die Booktuber geht, weil ich mich so gefreut habe, sie jetzt nicht nur via WhatsApp zu hören oder zu lesen, sondern jetzt auch live sozusagen wiederzusehen. Ja, Sandra liest ein bisschen gemischt und hat, glaube ich, jetzt gerade ganz aktuell ganz viel Stephen King für sich entdeckt und ist auch relativ spät, finde ich, in die Harry Potter Welt eingetaucht, und Panem hat sie auch noch nicht gelesen. Das finde ich unglaublich. Sandra, das musst du ändern. Aber ich denke, vorstellen kann sie sich jetzt natürlich selbst, und ich wünsche euch viel Spaß mit der Vorstellung von Sandra. Hallo liebe Leute und hallo liebe Steffi. Zunächst einmal danke dafür, dass ich bei deinem Vorstellungsvideo dabei sein darf. Ich finde die Aktion super gut. Es gibt so viele tolle Booktuber, die einfach nur mehr Aufmerksamkeit brauchen, und von daher ein großes Dankeschön an dich, liebe Steffi. Ich kann euch sagen, es ist schon komisch, mit einer Kamera zu sprechen. Ihr 30 Sekunden zuzuwinken ist noch ein bisschen verrückter, aber auch das ist geschafft. Mein Name ist Sandra, ich bin 19 Jahre alt und habe dieses Jahr mein Abitur gemacht und im Sommer eine Ausbildung zur Buchhändlerin gestartet, und ich hätte nicht gedacht, dass die Leidenschaft zu Büchern noch größer werden könnte. Mein Kanal heißt Zeilensprung. Ich war früher schon mal hier unter dem Namen Smallers Buchschnack und bin seit Oktober wieder da. Ich lese Kinder- und Jugendbücher, aber auch Liebesschnulzen und Thriller. Ich habe in diesem Monat erst Stephen King für mich entdeckt und habe ihn auch ganz schnell lieben gelernt. Bisher habe ich Dolores und Friedhof der Kuscheltiere gelesen, und ich habe es geliebt. Ich bin außerdem ein riesen Harry Potter Fan. Ich sammle die Fungus gern, ich habe die Bücher gelesen. Ich schaue die Filme absolut gern und war auch schon in den Studios in London. Ihr findet auf meinem Kanal jeden Samstag ein Sub-Video, in dem ich euch 5 Bücher von meinem Sub vorstelle. Ich mag meinen Sub, ich sammle gerne Bücher und ich lese auch gerne Bücher, von daher ist das nicht so ein Thema bei mir. Außerdem findet ihr Rebuy-Unpackings und Neuzugänge, Kaufrausch-Videos und natürlich einen Monatsrückblick, in dem ich euch meine gelesenen Bücher, meine Hörbücher und alles, was ich mir so angeschaut habe, präsentiere. Und weil ich ja gerade erst angefangen habe, bin ich noch dabei, alle tollen Texte, die es so gibt, aufzuarbeiten und mich umzuschauen, was ich gerne noch an Text machen möchte. Ich liebe auch Lesetagebücher sehr. Ich habe auf meinem Kanal noch keins gedreht, habe da aber großes Interesse dran. Ich liebe es einfach, wenn man Bücher liest und dann quasi live ein Update dazu gibt. So viel jetzt aber erstmal zu meiner Person. Steffi, dir nochmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und euch Zuschauern wünsche ich noch viel Spaß mit den anderen. Ihr findet natürlich alle Kanäle, die ich vorstelle, und auch Sandras Kanal unten in der Infobox. Also wem ihr noch nicht kennt, geht da auf jeden Fall mal vorbei, schaut euch ein paar Videos an, macht euch einen eigenen Eindruck und lasst gerne auch Grüße von mir da. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Durchklicken. Ja, die zweite Booktuberin ist die liebe Mascha aus Melbourne. Sie wohnt sozusagen am Ende der Welt und hat begonnen mit englischen Booktube-Videos, was ich ganz interessant fand. Ich persönlich aber englische Videos wirklich konzentriert schauen möchte und das nicht ganz so nebenbei laufen kann, wenn man eben einfach gemütlich morgens beim Frühstück sitzt oder sich schminkt, wie es ein deutsches Video ist. Und ich habe mich total gefreut, dass die liebe Mascha jetzt auf deutsche Videos umgestiegen ist. Zum einen hatte sie, glaube ich, auch gesagt, dass sie zwar englische Videos gerne macht, aber sich eher doch der deutschen Community zugehörig fühlt, weil sie einfach im Herzen natürlich eine Deutsche ist. Und seitdem sie jetzt deutsche Videos macht,
haben wir einen sehr regen Austausch. Wir lesen jetzt auch gerade aktuell die Spiegelstadt zusammen. Und ich glaube, ja, dass ihr da auf jeden Fall auch bei ihr tolle Bücher und Videos entdecken werdet. Und natürlich darf sich auch die liebe Mascha kurz selbst vorstellen. Hallo ihr Süßen, mein Name ist Mascha Hufflepuff und ich freue mich, dass die liebe Steffi mir die Möglichkeit gibt, auf ihrem Kanal mal Hallo zu sagen und mich vorzustellen. Mein Name ist Mascha, ich bin 33 Jahre alt und ich bin ein Nordlicht. Ich bin in Lübeck geboren, Timmendorfer Strand aufgewachsen, das heißt, ich habe meine Kindheit an der Ostsee in einem Strandkorb verbracht und lebe jetzt seit knapp einem Jahr in Melbourne, Australien. Ich bin mit einem Wiener verheiratet und vor einigen Wochen haben wir den Kater Mr. Burwood aus dem Tierheim adoptiert. Und Mr. Burwood hat immer mal wieder gewollt, aber auch ungewollt Auftritte in meinen Videos. Ich bin noch ziemlich frisch bei BookTube. Ich habe erst vor 2 Monaten angefangen. Ich habe auch noch ein bisschen herumexperimentiert in meinem Kanal. Deswegen werdet ihr auch Videos auf Englisch auf meinem Kanal finden. Das liegt daran, dass ich dachte, dass 16.000 Kilometer zu weit sind, eine zu große Entfernung, um ein volles Mitglied der deutschen BookTube-Gemeinschaft werden zu können. Und ja, dachte dann, dass es besser wäre, sich dem englischsprachigen BookTube-Raum zuzuwenden, was natürlich kompletter Blödsinn ist, weil dank des Internets merke ich gar nicht, dass ich so weit weg bin und freue mich, dass ich in der deutschen BookTube-Gruppe so toll aufgenommen wurde und ja einfach dann eine ganz tolle, Buchgemeinschaft gefunden habe. Ja, einfach nur kurze Erklärung, warum ihr auch Englisch, also Videos auf Englisch auf meinem Kanal findet. Was wird es auf meinem Kanal geben? Es wird Neuzugänge geben, Lesemonate, Unboxing-Videos, Tech-Videos, Challenges. Es wird Australien-Videos geben. Ich werde regelmäßig Australien-Videos reinstellen. Da werde ich euch einfach ein bisschen erzählen, wie mein Alltag hier ausschaut, was ich hier so in Australien erlebt habe. Einfach damit ihr so eine Idee davon bekommt, wie mein Leben hier so down under aussieht. Was für Bücher lese ich? Ich lese, bin eigentlich für alle möglichen Arten von Büchern offen. Was ihr bei mir nicht oder eher sehr selten finden werdet, sind Liebesromane. Also reine Liebesgeschichten lese ich nicht sehr gerne. Und auch Jugendbücher werdet ihr bei mir nicht finden oder auch eher selten. Ansonsten überwiegt so ein bisschen, ja, so Psychothriller, Thriller, Horrorbücher, so Richtung Stephen King, Erwachsenen-Dystopien. Das überwiegt momentan, aber wie gesagt, ich bin offen für vieles. Ich versuche auch zum Beispiel mehr Klassiker zu lesen. Ja, also bei mir gibt es querbeet alles Mögliche an Büchern. Auch nicht nur neue Bücher, nicht nur gerade neu frisch rausgekommene Bücher, sondern auch schon auch ältere Bücher. Also bei mir ist das wirklich eine ganz bunte Mischung. Ja, ich glaube, das war's. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mal, ja, auf meinem Kanal mal so zu meinem Kanal kommen, mal so Hallo sagt oder mal, naja, meine Videos schaut, mal einen Kommentar hinterlasst. Ich möchte wirklich diesen Austausch haben. Das würde mich wirklich freuen, einfach mich mit anderen Buchliebhabern auszutauschen, ja, Diskussionen zu führen, was auch immer, was gerade so anliegt. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen und ja. Nochmals danke an Steffi. Steffi, vielen, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, auf deinem Kanal, ja, mich mal vorzustellen. Du bist ein Schatz. Vielen, vielen Dank. Und ja, das war's von meiner Seite. Also, Wiedersehen. Dann kommen wir zu einer ganz quirligen Booktuberin, die ich unglaublich lebendig, frisch und fröhlich finde, nämlich die liebe Lea. Und die liebe Lea habe ich wiederum über die liebe Sandra ja, im Grunde kennengelernt und mich dann durch ihre Videos gesuchtet. Und ja, Lea hat einen sehr bunt gemixten Kanal, den ich wirklich toll finde. Da ist alles irgendwie gefühlt dabei. Und das ist wirklich so eine mit Lebendigkeit und frech und frisch und ja, ich gucke da unglaublich gerne vorbei und gerade so an Tagen wie jetzt im Herbst, Winter, wenn die Stimmung draußen dunkler ist, freue ich mich immer über Booktuber und auch YouTube-Kanäle, die mich zum Strahlen bringen und Lea gehört da auf jeden Fall dazu und auch hier ihre kleine Vorstellung. Hey ihr lieben Zuschauer von Steffi, ja erstmal herzlichen Dank an Steffi, dass ich hier dabei sein darf. Ich habe mich sehr gefreut über deine Nachricht und ich freue mich jetzt, euch mich vorzustellen. Ich bin Lea von Kanal Lovely Books. Ich mache jetzt schon seit Ende 2014 Videos für BookTube. Ich habe mal vor 5 Jahren, glaube ich, 5 oder 6 Jahren, habe ich mal so Fashion-Videos gemacht. Ja, ich interessiere mich auch für Mode und Kosmetik und so weiter, wobei
das in den Hintergrund gerückt ist tatsächlich. Und das wird auch jetzt nicht mehr auf meinem Kanal gemacht. So viel dazu. Also ich bin schon seit, wie viele Jahre sind denn das jetzt? Wir haben jetzt fast Ende 2016, 2 Jahre auf BookTube. Habe sehr viele nette Menschen dadurch kennengelernt. Und ja, warum ihr vielleicht mal bei meinem Kanal vorbeischauen solltet. Ich lese sehr, sehr querbeet. Also ihr seht zwar eigentlich nur das Bücherregal ganz und dann das Brett nur so halb. Hier, weil es halt pink ist, seht ihr natürlich sehr viel New Adult oder Jugendromane. Das lese ich nicht ausschließlich. Es ist einfach nur, weil es halt pink ist und das ist irgendwie, passt das so. Ich habe mein Regal nämlich nach Farbe sortiert. So, und ich lese nicht nur New Adult, ich lese auch Jugendfantasy, ich lese auch Thriller, ich lese auch ab und zu mal einen normalen, also Erwachsenen-Fantasy-Roman. Pin super gerne. Also ich lese wirklich sehr viel querbeet. Ich bin jetzt auch in dem historischen Genre unterwegs und lese halt wirklich alles. Das heißt, es ist für jeden was dabei auf meinem Kanal. Auf meinem Kanal gibt es sowas wie Rezension, Lesemonate, Leselisten. Ich mache sehr gerne Follow Me Arounds, also auch Lesemarathon oder so. Und da wird es halt auch einiges von mir geben. Ja, so viel dazu. Ich komme aus Hamburg, bin 23 Jahre, ein sehr lebensfroher Mensch. Das merkt man auch in meinen Videos. Ich atme manchmal sehr aus mit meiner Gestik und Mimik und was auch immer, mit den Armen rede ich gerne. Und also meine Videos sind manchmal ziemlich chaotisch, aber ich glaube, das gefällt meinen Zuschauern meistens sehr gut. Ich habe auf jeden Fall noch nichts Negatives darüber gehört. Und ja, wenn euch das auch gefällt oder ihr mich sympathisch findet, dann schaut doch gerne mal bei mir vorbei. Neben dem Lesen schaue ich super gerne Serien und Filme, wie eigentlich fast jeder Bücherwurm, bin ich der Meinung. Ich habe noch keinen Bücherwurm kennengelernt, der das nicht gerne tut. Ich stricke nebenbei auch gerne oder ich male sehr gerne diese Erwachsenenmalbücher. Noch, achso, ich bin jetzt schon seit über einen Monat circa verlobt. Mit meinem Freund bin ich auch schon über 7 Jahre zusammen. Also, so viel dazu. Jo, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen. Und ich freue mich, wenn ihr bei mir vorbeischauen würdet. Und sag nochmal danke, Steffi, für diese wunderbare Chance. Du bist eine absolut tolle Booktuberin. Ich schaue deine Videos super gerne und mach weiter so. Und nun eine etwas speziellere Booktuberin, die von sich selbst sehr oft sagt, dass sie Non-Genre liest und sehr viele Sachbücher hat, sehr viel ja, Geschichtliches liest, Biografisches liest. Das ist die liebe Caro. Und ich folge ihr schon lange und ja, kommentiere auch gerne bei ihr, wenn sie ganz interessante, ausgefallene Dinge gelesen hat oder vorstellt. Und ja, sie lebt in Polen und erzählt ja auch immer mal von ihren Problemen des Buchhandels, den es dort gibt. Und ja, sie hat uns auch letztens auf ihrer Reise in die USA mitgenommen. Sie vloggt also auch hin und wieder mal neben dem Buch Themen, die sie vorstellt. Und ja, sie hat auch manchmal so Challenges und Mottos und Mottos? Mehrzahl von Mottos? Ja, ihr werdet es wissen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ich mag bei Caro eben einfach das Spezielle, dass man mal Dinge entdeckt und auf neue, ja, auch Dinge und Lesesachen gebracht wird und man da einfach in eine etwas andere Welt sozusagen bei den Booktubern eintauchen kann. Und wenn ihr gerne auch ein bisschen spezieller lest oder vielleicht lesen möchtet oder euch eine Vorstellung davon machen möchtet, dann guckt euch die Vorstellung an und schaut mal bei der lieben Caro vorbei. Hallo ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen von der Steffi, von der Lady of the Books. Die liebe Steffi hat mich gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte bei ihrer kleinen Reihe, in der sie andere Booktuber vorstellt. Und natürlich habe ich ja gesagt und bin jetzt ganz stolz, auch mal auf ihrem Kanal zu sehen zu sein. Und es geht ja nun darum, dass sich verschiedene Booktuber vorstellen und das möchte ich jetzt auch schnell machen. Mein Name ist Caroline und mein Kanal heißt Caros Bücher. Wie der Kanalname schon recht deutlich macht, lese ich sehr gerne und spreche auf YouTube über die Bücher, die ich gelesen habe und natürlich über die, die mir besonders gut gefallen haben. Nun ist ja BookTube relativ groß und es gibt verschiedene Genres und Vorlieben. Und da möchte ich euch kurz ein paar Bücher zeigen, damit ihr seht, was euch bei mir erwartet. Ihr werdet hauptsächlich wohl eher so, ja, genrefreie Gegenwartsliteratur sehen. Allerdings habe ich doch einen relativ breiten Lesegeschmack und ab und an kommt auch mal was anderes. Also ich zeige euch mal kurz so ein paar Beispiele für die genrefreie Literatur, die ihr bei mir seht. Das sind so ein paar Bücher, die mir gut gefallen haben.
Das ist zum einen Han Kang Human Acts. Da geht es um einen Aufstand in Südkorea. Wolfgang Herrndorf, einer meiner liebsten deutschen Autoren, das ist sein letztes Werk, Bildet einer großen Liebe. Hieran mag ich es ganz besonders, dass es so verrückt und irgendwie ganz anders als andere Romane ist und man sehr viel nachdenken muss und dem Erzähler einfach nicht vertrauen kann. Dann ein anderes Buch, was ich sehr gerne mag, ist Butcher's Crossing von John Williams. Hier geht es sehr viel um eine Charakterentwicklung im Wilden Westen und inklusive Büffeln. Und ich mag vor allem die slawischen Länder sehr. Ich lebe auch momentan in Polen. Und dies ist eines meiner liebsten Bücher von tschechischen Autoren. Das ist Katarzyna Dutschkova mit Das Vermächtnis der Göttinnen. Hier geht es um eine winzig kleine Siedlung in den Weißen Karpaten und um die Geschichte von weißen Frauen dort, die mitunter auch mal als Hexen gesehen werden. Jetzt habe ich meinen kleinen Pfirsichbaum gehauen. wie es denen im Laufe der Geschichte und über die Jahrhunderte hinweg ging. Allerdings kommt auch zwischendurch immer mal was anderes, zum Beispiel Graphic Novels wie hier Gift von Peter Mehr und Barbara Jelin. Ich mag auch Stephen King sehr gern, hier ist mein Liebling Der Anschlag. Ab und an könnt ihr auch mal bei mir einen Krimi sehen, wie zum Beispiel Der Ruf des Kuckucks von Robert Galbraith, Fantasy wie Walter Mörs oder The Martian als Vertreter für Science Fiction. Und ich lese auch sehr gerne immer mal Non-Fiction. Das ist hier zum Beispiel Dresden Revisited von Peter Richter. Ja, ich hoffe, ich habe euch so einen kleinen Einblick gegeben. Ich mache auch viele Top 5 Wednesday Videos, wenn mir das Thema gut gefällt. Es gibt Neuzugänge, Lesemonate, wie auch bei den anderen ab und an eine Rezension. Und da ich, wie schon gesagt, momentan im Ausland lebe, in Polen und auch sehr gerne reise, bekommt ihr auch ab und zu mal einen Eindruck davon. Ja, und jetzt hoffe ich, dass euch auch die anderen Booktuber, die hier vorgestellt werden, gut gefallen. Dass vielleicht einige von euch mich auch mal besuchen kommen und mir vielleicht einen Kommentar da lassen. Ich freue mich immer sehr über Austausch und finde, das ist das Wichtigste an Booktube überhaupt, dass man sich einfach mit anderen Lesern unterhalten kann. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß im weiteren Video und ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis dahin, tschüss! Und last but not least, natürlich die fünfte in diesem Video darf nicht fehlen, das ist die liebe Carina. Und Carina habe ich persönlich jetzt auch auf der Frankfurter Buchmesse kennengelernt und es war wirklich ganz herzlich und ein schöner Austausch auf der Messe, hat mich sehr, sehr gefreut. Carina ist doch auch wieder so ein bisschen mehr jünger, flippiger, frecher, wenn sie auch selbst, glaube ich, tatsächlich ein bisschen eine ruhigere ist, aber ich mag ihren Lesegeschmack manchmal ganz gerne und lasse mich da gerne auch mal über New Adult sozusagen berieseln, auch wenn das ja aktuell noch nicht mein Genre ist, aber dazu kommen wir mal in einem anderen Video. Und ich mag einfach ihre junge Art und sie hat auch zusammen mit Phil Booktube Live ins Leben gerufen, wo es ja schon 3 Folgen gegeben hat und ich mag einfach dieses moderne, neuartige und dass da im Grunde einfach so frisches Leben in die Community kommt und Carina darf sich natürlich auch kurz selbst vorstellen. Hallo, ich bin Carina vom Kanal Carina Bone Books. Ich bin jetzt ungefähr seit einem Jahr auf YouTube dabei und ich bin der Steffi so dankbar, dass ich in ihrem Video dabei sein kann. Ich zeige euch jetzt einmal meine Lieblingsbücher, damit ihr ungefähr wisst, wo ihr mich lesetechnisch einordnen könnt. Stolz und Vorurteil bei Jane Austen. In Comic, als Buch, als Hörbuch, als Film, in jeder Form, die es Stolz und Vorurteil gibt. Harry Potter natürlich. City of Glass, der 3. Teil in den Chroniken der Unterwelt. Wanda von R.J. Palacio, ein ganz tolles Buch. Throne of Glass von Sarah J. Maas. Wow. Eleanor Park von Rainbow Rowell, auch Ennard the French Kiss, aber das habe ich gerade verliehen. Also Contemporary Fantasy, damit seid ihr bei mir in der richtigen Adresse und Jane Austen. Ich soll sagen, was ich noch gerne mache, außer lesen. Schlafen, Kaffee trinken, Yoga, Filme gucken, Harry Potter, das ganze Universum in jedem einzelnen Detail erkunden, meine kleine Schwester ärgern. Ich wohne in Kiel und lebe dort sehr gerne und mir fällt nichts mehr ein. Reisen. Französisch. Ich gehe noch gern ins Theater, ins Kino und ich mag Booktube. Die ganze Community ist so toll und ich habe dort so liebe Menschen kennengelernt.
Und das waren sie nun auch schon, die 5 Booktube-Geheimtipps von mir. Booktuber, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Booktuber, die viel mehr Austausch unter ihren Videos verdient haben. Und ich würde mich so freuen, wenn ihr einfach mal bei den 5 vorbeischaut. Einfach mal vielleicht auch was Neues entdeckt. Vielleicht kennt ihr ja die ein oder andere Booktuberin auch schon. Dann gerne auch mal in die Kommentare, wem ihr vielleicht neu entdeckt habt. Oder vielleicht habt ihr auch Booktubes Geheimtipps. Dann natürlich freue ich mich darüber auch sehr, denn ich entdecke gerne auch mal neue Booktuber und ja, die möchte ich dann gegebenenfalls natürlich auch vorstellen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem 3. Video. Schreibt mir das, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch freuen. Und ich wünsche euch nun einen schönen Tag, viel Spaß bei den neuen Booktubern, einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.